Das Brückenbauwerk vor dem Neutor über die Leutra ist in die Jahre gekommen. Deshalb wird es nun abgerissen und neu aufgebaut. Dafür wurde der Bereich an der Brücke voll gesperrt. Die Maßnahme wird durch die Stadt Jena, vertreten durch den Eigenbetrieb Kommunalservice Jena, den Jenaer Nahverkehr und den Zweckverband Jena Wasser, geplant und durchgeführt. Das neue Bauwerk entspricht in Größe und Lage exakt dem jetzigen. Allerdings wird es eine höhere Leistungsfähigkeit und Traglast haben. Aktuell werden alle wichtigen Kabel umverlegt und der Verbau für die Baugrubensicherung eingebracht. Außerdem nehmen die Bauarbeiter gerade die Umverlegung des Mischwasserkanals vor. Gleichzeitig erfolgen Arbeiten an den Straßenbahngleisen. Das Gleisbett wurde bereits zurückgebaut. Im Brückenbereich sollen später etwa 50 Meter neues Doppelgleis plus zwei Weichen verlegt werden. Zum ersten Mal setzt der Jenaer Nahverkehr anstelle von Holzschwellen Bahnschwellen aus recyceltem Kunststoff ein. Diese schonen Ressourcen und mindern Schienengeräusche. Außerdem sind sie langlebiger und verwittern nicht so schnell. Während der gesamten Bauzeit bleibt die Karlasche Straße für den Straßenbahnbetrieb der Linie 2 voll gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. Zusätzlich haben sich die Strecken der Linien 3 und 5 geändert. Fahrgäste werden gebeten, die aktuellen Hinweise an den Haltestellen zu beachten. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich noch bis zum 22. Oktober.